Dr. Emeralds Büro muss in der Nähe sein. Was haben wir hier schon was? Nichts weiter, ich glaube, das Ding macht uns dann einfach nur tot, oder? Ich wusste, dass Monarch über Technologie verfügte, mit der sich ihre Soldaten während Anomalien fortbewegen konnten. Irgendwie verlief in diesem Bereich die Zeit normal. Plötzlich ergab Monarchs fehlendes Interesse an dem Anhalten der Zeit deutlich mehr Sinn. Warum steht da oben immer noch das vom Juggernaut? Ich glaube, wir müssen hier hinten durch. Oh. Kein Alarm. Offensichtlich hat keiner was bemerkt, als ich hineingegangen bin. Gut gemacht, Beth. Nein, pass auf, das ist ganz einfach. Je mehr Leute, desto größer. Das ist Emeralds Büro. Das da sieht aus wie das, was Beth wollte. Ah, verdammt. Emeril ist auf der Party. Diese Anomalie wird nicht ewig dauern. Ich finde besser hier raus und gehe zur Party. Ja, das könnten wir machen. Emeril hatte versucht, Paul zu warnen. Das Ende der Zeit kam schnell näher. Es blieben weniger als 24 Stunden. Mr. Serene hatte geglaubt, es würde Jahre dauern, bis es soweit wäre. Offensichtlich lag er falsch. Ziemlich teure Ausrüstung, die sie da gestohlen haben. Na und?
Ich wusste, dass Beths Tarnung nicht lange anhalten würde. Ich musste es ihr zur Gala bringen, bevor es zu spät war. Die Zeitmaschine. Aber wie kommen wir denn wieder hier raus? Kleines. Oh, ist mir was an. Ist doch überall Glas, ich komme doch da gar nicht rein. Oder? Oder doch hier. Na gut. Kanonen, die bei einer Anomalie funktionieren sollten. Paul hatte klare Prioritäten. Das Ende der Zeit bedeutet nicht das Ende von Waffen. Ja, so sieht's aus. Die Kampfausrüstung von Monarch war sperrig. Was ich aus Dr. Emeralds Büro mitgenommen hatte, war deutlich leichter. Fast wie ein Modell für Zivilisten. Rettungsboot-Präsentation. Jo. Zeitmaschine kriegen. Aber wo müssen wir jetzt hin, verdammt? Da kommen wir nicht raus, da waren wir schon, okay. Mal Treppe hoch. Mal hier hinten gucken. Ja, ist lang. Garage. Hört sich an, als ginge es da raus. Nee, ich will mit dem Aufzug fahren. Ich musste nur durch die Garage. Schien ein leichtes zu sein. Wurde Hedge wirklich angeschossen? Es wurde auf ihn geschossen. Direkt auf dem Podium. Was für eine Scheiße. Tja, scheiße. An alle, Jack Joyce hat sich befreit und ist in der Garage des F&E-Labors. Ich wiederhole, Jack Joyce ist ausgebrochen. Wir müssen ihn fällen! Dieser Alarm wird es nicht einfacher für mich machen. Es muss einen Weg hier raus geben. Oh, Scheiße. Okay.
Das war knapp. Na also, schon besser. Beth, ich hab das Gerät für dich, aber Dr. Emeril ist nicht da. Ja, ich hab sie gerade gesehen. Willst du mein Date sein? Ja, heb mir das Cocktailwürstchen auf. Ich komme. Es heißt, dass die Schüsse auf Hatch eine interne Angelegenheit sind. Das könnte eine Möglichkeit für uns sein, aber Serene sucht nach dir. Denk daran. Okay, okay. Ich versuche ihn aufzuhalten, wechsle aber zur Ruhe. Beth, ich hab Besuch. Wir sehen uns auf der Party. Oh, toll. Wachsam bleiben. Wir müssen ihn finden. In Deckung! Bewegung, Bewegung, Bewegung! Heilige Scheiße! Lade nach! Feuer und Deckung! Wir müssen hinter... Geschafft. Wo ist der Ausgang? Das war der letzte. Guten Abend, Riverport. Hier ist wieder Theresa. Ich habe einen großen Kaffee. Ich brauche Joyce' genaue Position. Sofort. Monarch Actual ist unterwegs, um ihn aufzuhalten. Hier ist Homeguard 5. Ich habe gerade gesehen, wie er das Tunnelsystem außerhalb des Partybereichs... Beth? Ich bin unterwegs. Er hat mein... Schon wieder? Ich konnte die Villa sehen, in der die Gala war. Ich musste einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Ich konnte das Energiefeld eines anderen Kronondämpfers von Monarch sehen. Es hätte mich meiner Kräfte beraubt, also musste ich es ausschalten. Coole Sache, ja, und zwar, ich weiß voll nicht, ob die hier so richtig sind. Meine Kräfte werden in dem Bereich nicht funktionieren. Ich sollte besser vorsichtig sein. Okay. Sache schon näher. Sie waren also auf dem Weg zur Party. Was war Ihr Plan? Ich musste Dr. Emeril vor dem Ende der Anomalie finden und durfte nicht bemerkt werden.
Typen. Was das hier für einen Sinn hat jetzt? Wir können den hier ein Stück rausziehen. Ja, hochspringen kann ich auch nicht. Vielleicht hier so. Beth muss hier irgendwo sein. Ich muss sie finden, bevor die Anomalie endet. Ein Verräter hat während der Rede von Mr. Hedge auf ihn geschossen. Ich gehe davon aus, dass es Beth Wilder war. Wir wissen beide, dass sie es nicht war. Hedge wollte Monarch durcheinander bringen. Was ist die beste Möglichkeit, Schuld von sich zu weisen? Selbst Opfer zu sein. Ganz ruhig bleiben. Hey! Alles okay. Ich bin's. Mein Gott. Sieh dir das nur an. Ich hoffe, das ist dein Stil. Diese Leute haben keine Ahnung, dass ich Pauls halben Vergnügungspark zerschossen habe. Ja, aber Monarch weiß es. Ich glaube nicht, dass meine Tarnung hält. Tja, also, das wird für den nächsten Schritt eh nicht notwendig sein. Okay, Dr. Emerald hält sich hier irgendwo in der Villa auf. Schnappen wir sie uns. Mit etwas Glück schaffen wir es unbemerkt wieder raus. Okay, du gehst vor. Was machen wir, wenn wir sie haben? Außerhalb der Villa ist eine Anlegestelle. Okay, das kriegen wir hin. Falschen Zeit am falschen Ort, wortwörtlich. Jack, Dr. Emerald ist da drin. Wir müssen sie da rausholen, bevor die Zeit wieder einsetzt. Wir sollten nicht warten. Schnappen wir uns Dr. Emerald. Jack, sie muss da weg, bevor die Zeit wieder einsetzt und die Drohne uns in Stücke schießt. Legen wir los, Doc. Was ist? Oh nein! Das kann nicht sein. Es passiert wirklich. Sie sind Jack Joyce. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein, aber Sie kommen mit uns. Wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Sie kollabiert! Also gut, los! Wo ist das verdammte Boot? Unten ist es. Okay, los! Schaff sie auf das Boot, ich lenk sie ab! Dann los! Dann los, schnell, Beeilung! Kommt ihr niemals durch! Scheiße, schaff's jetzt! Einsteigen! Es ist Joyce! Er ist an uns vorbeigekommen! Lassen Sie nicht entkommen! Jemand soll Mr. Serene rufen! Gut. Jack, Sie schließen das Tor. Wir werden hier leichte Ziele sein, wenn wir... Ich kümmere mich drum.
Ihr verschwindet, sobald ihr könnt. Hey! Beginnen wir mit der Suche! Seine letzte Position. Sie braucht noch immer viel zu viel Feuerkraft. Diese Arschlöcher werden uns verfehlen. Du hast erledigt. Kümmer mich drauf. Erledigt. Ich muss das tun. Was ist mit dir? Alles klar, los. Ich kann rüberkommen. Los. Nein, geh einfach. Wir haben das alles gemacht, um sie zu schnappen. Beth, du musst dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Ich finde hier alleine raus. Mein Plan war einfach. Es gab eine Brücke aufs Festland. Ich würde mich durch alles kämpfen, was Monarch mir entgegenstellt. Ein Auto stehlen und damit zurück zum Pool fahren. Wir werden sehen, was passiert. Beth und Dr. Emeril waren in Sicherheit und es war Zeit abzuhauen. Dazu brauchte ich ein Fahrzeug. Da steht er. Okay, Zeit für einen Fluchtwagen. Der Parkservice, bei Autodieben allerorts hochgeschätzt. Thank you.
Ja, schicker Wagen, den wir da jetzt haben.